Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Düsseldorf. Wir befinden uns heute beim Truma-Stand und wollten euch einfach mal mitteilen, was es hier alles Neues gibt oder geben wird. Und mit dem Größten fangen wir jetzt hier einfach mal an, und zwar mit der neuen Truma-Heizung. Schönen guten Morgen auch von mir. Hallo. Hi. So, hier haben wir ein komplett neues Feature. Die Truma macht jetzt eine komplett eigene Entwicklung an Heizung, wie wir hier sehen. Hier haben wir den Querschnitt schon vor dem schicken Teil. Optisch hat sich nicht viel verändert. Im Detail für die Kenner hat sich einiges verändert. Der größte Schwerpunkt ist hier schon mal, dass es in mehr Ausführungen möglich ist, nämlich in der D6, wie üblicherweise, und DE natürlich, aber auch in der D4. Also sprich, auch die 4er gibt es jetzt als Diesel offiziell, wo man die dann erhalten kann, und auch als DE. Also das ist schon mal eine echt geile Geschichte, weil gerade für einen Van, für einen Kastenwagen, macht es meiner Meinung nach voll Sinn, weil für 5,40 Meter Auto brauche ich kein 6er Kombi, weil das wäre ja ein bisschen zu viel. Und dann haben wir noch ein neues Feature, dass nämlich der Höhenkit immer integriert ist. Das heißt, alle Heizungen haben jetzt, egal ob 4er oder 6er, den Höhenkit integriert. Genau. Und die meisten werden natürlich dann fragen, was ist der finanzielle Aspekt beim Höhenkit, der ja momentan um die 750 oder was kostet. Ja, das ist echt teuer. Ja. Ja. Und der ist jetzt halt immer voll integriert, genau. Und wird automatisch gesteuert durch einen Chip, und der den Luftdruck misst und dementsprechend dann zu- oder abschaltet und das Gemisch ändert, sodass die Heizung immer sauber und ordentlich durchläuft. Genau, und man hat halt, wie gesagt, auch die Kostenersparnis der Nachrüstung, weil ja oft dann auch im Nachgang gemerkt wurde, dass sie brauchen dann doch. Und genau. Das ist natürlich dann auch nochmal diese Zusatzkosten an Montage, ja, mit einrechnen. Ich habe hier noch gefunden, Gewichtsersparnis, die ist leichter. Auch noch? Ja, die ist leichter. Hier steht Gewichtsersparnis bei der Kombi D um 3 Kilo. Wow. Und bei der Kombi DE um 3,4 Kilo, was ja im Wohnmobilsektor viel ist. Ja, 3 Kilo ist eine Menge Holz. Genau. Also 3 Kilo ist schon beachtlich, wenn man jetzt die auch noch spart. Was hat sie denn noch alles? Also, sie hat sehr geringer Batteriestromverbrauch und weniger Dieselverbrauch durch effizientere Verbrennung. Mhm. So steht es hier in den Datenblättern. Mhm. Und service- und wartungsfreundlicher, höhere Lebensdauer hat sie durch effiziente Verbrennungsregelungen. Genau, und dann steht hier noch ein integrierter Drucksensor. Auf der Elektronik direkt verbaut, regelt automatisch die Verbrennung. Das ist das, was wir gerade gesagt haben, das, genau, ist die Höhenanpassung. Genau, und einheitlich wie immer Wasseranschlüsse, Rohrsystem und der Wandkamin. Da kannst du jetzt etwas dazu sagen. Das ist auch geil, weil wir bei der D6 immer wieder Probleme haben mit dem Wandkamin, weil der sehr groß und sperrig ist, rechteckig. Und da gibt es jetzt die Neuigkeit, dass der Wandkamin der gleiche bleibt. Also wie bei der jetzigen Gasheizung. 1:1 genau das gleiche in der runden Form. Und somit hat man kein Problem mehr und muss da kein Loch mehr vergrößern oder umändern. Das ist auch richtig klasse. Und was noch dazu kommt, wir sparen uns auch die Freibrennerei, weil auch das macht die Heizung mittlerweile vollautomatisch. Und man muss auch den Heizkörper, den Brenner, nicht mehr frei brennen. Auch das funktioniert komplett vollautomatisch selbst. Was auch ein absolut neues Feature ist, dass er mehr Leistungsstufen hat. Also man kann immer nur, früher konnte man immer nur auf 2 Leistungsstufen schalten. Mittlerweile hat er, ich müsste jetzt lügen, 4 Leistungsstufen, wo man hochschalten kann, und somit kokelt er nicht mehr so ständig vor sich hin. Also das hat auch durch die effiziente Verbrennung, wo da stattfindet, eben auch den verschiedenen Leistungsgrad, wo man da dementsprechend einschalten kann. Also ich müsste jetzt genau nachlesen, wie die Stufen sind. Ich glaube 1 kW, 2 kW, ich müsste genau nachlesen, aber ich weiß, dass es über 4 Stufen sind,
wo man dementsprechend dann die Leistungsstufen eintrennen kann. Also auch das ist ein erheblicher Vorteil gegenüber der alten. Dann ist es natürlich echt geschickt, weil sie durch die ganzen Erneuerungen auch wesentlich länger hält. Bei der alten D6 hat man immer das Problem gehabt, im Dauereinsatz ist sie leider Gottes, ist der Brenner immer kaputt gegangen. Soll jetzt dadurch natürlich durch die effizientere Verbrennung, durch die effizientere Art der Anwendung auch wesentlich langlebiger sein und wesentlich besser halten. Da dürfen wir mal drauf gespannt sein. Und im Tower-Test, angeblich laut Rumor, hat sie es auch schon bewiesen. Wir gucken mal, rauskommen soll ja die ganze Heizung ungefähr ab Januar, was ich gehört habe. Da freuen wir uns schon mächtig drauf, weil ich glaube, das verspricht schon echt vieles. Ja, und die neue Heizung wird natürlich kombiniert mit dem neuen Bedienteil, was ja jetzt schon lieferbar ist und ich auch bei mir im Fahrzeug verbaut habe und sagen muss, das ist echt eine tolle Sache. Also von der Bedienbarkeit sehr, sehr toll. Wobei hier noch ein paar Features als Update dann noch dazukommen. Auch das hat Druma angekündigt. Also da wird noch einiges dazukommen und dann mache ich nochmal extra Video über das Bedienteil von der Bedienbarkeit her. Ihr kennt das alte Bedienteil, das haben wir hier, das CB Plus. Und jetzt haben wir eben aktuell hier dieses Touch-Bedienteil und ist schon schwer im Einsatz und funktioniert eigentlich wunderbar. Kann man gar nicht meckern. Also wie gesagt, ich habe es bei mir verbaut und nachgerüstet und selbst da ist es echt eine geschickte Sache. Ja, das war jetzt die Neuigkeit eigentlich bei Truma Dieselheizung. Wir sind mega begeistert, weil wir sind ja einer von den wenigen, die auch die Umrüstungen machen von Gas auf Diesel. Ich freue mich auf die neue. Wir haben ja hier, sage ich ja ganz offen, schon 15 Stück bestellt. Wann die kommen, wissen wir noch nicht ganz genau, aber ich glaube, das ist echt eine tolle Geschichte, genau, was hier wir gibt. Wir bleiben dran, ist ein tolles Thema. Nachfrage ist immer noch da und es wird auch weiterhin so gehen. Und wir sind auf alle Fälle weiterhin mit diesen Heizungen dabei. Aber definitiv. Genau. Und bauen auch fleißig weiterhin um, weil die Autarkie ist immer wichtiger oder wird immer wichtiger. Und ja, ich habe unser Fahrzeug auch umgebaut. Wir sind sehr, sehr glücklich damit. Und da muss ich auch sagen, rentiert sich auch der finanzielle Aufwand, zumindest für mich und für viele andere auch. Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Wenn ihr jedenfalls da Fragen habt dazu, schreibt es in die Kommentare. Preisanfragen bitte immer per E-Mail, weil die werde ich auf YouTube unten in die Kommentare definitiv nicht beantworten. Aber ansonsten gern per E-Mail, überhaupt kein Problem. Also, und wir zwei, wir schauen jetzt einfach weiter auf der Messe. Wir gucken, was wir noch Neues für euch finden und erfüllen unsere Aufgaben, die wir von euch gekriegt haben. Genau. Schönen also. Sonntag aus Düsseldorf. Bis ciao, bald. Ciao. Ciao.